Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Felix Burda Award 2015. Begrüßen Sie mit mir den Vorstand der Felix Burda Stiftung, Dr. Christ. So, erstmal scharf stellen. Hallo und guten Abend beim Felix Burda Award. Ich melde mich 4 Stockwerke unter Ihnen, direkt, wie Sie sehen können, aus der Wäscherei des Hotel Adlons. Es ist halt ein Grand Hotel. Und das hier, das sind nicht die Minibar-Reste von Udo Lindenberg, sondern diese Kronkorken haben tatsächlich etwas mit dem Thema Darmkrebs zu tun. Es gibt nämlich einen Mann, der diese Kronkorken exzessiv sammelt. Ingo Petermeier, hallo. Ja, hallo. Ingo, was machst du mit diesen vielen Kronkorken? Die werden gesammelt und am Ende des Jahres einem Wertstoffhändler zugefügt, wo ich das Geld dann bekomme, was ich dann dem Hilfsfonds Darmkrebs überweise. Dem Hilfsfonds Darmkrebs, das ist ganz wichtig. Also nicht der Felix Burda Stiftung, damit wir hier schöne Party machen können, sondern dieser Hilfsfonds hilft betroffenen, darmkrebserkrankten Menschen, die zu unterstützen. Ingo, wie viel Kronkorken hast du im letzten Jahr gesammelt? Im letzten Jahr waren 6,1 Tonnen. Ach doch. Mhm. Und seitdem ich es mache, Mitte 2012, sind es jetzt insgesamt 8 Tonnen. 8 Tonnen. Wie viel Geld entspricht das beim Wertstoffhändler? Ich habe 1.950 Euro überweisen können. Wow. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja wohl eine schräge Nummer, der Mann hat echt ein schräges Hobby, es gibt noch schrägere Leute. Ja. Es gibt Sonderkronkorkensammler, die zu Ingo kommen und Geld bezahlen, damit sie deine Kronkorken durchwühlen können, oder? Genau, ich nehme jedes Mal 5 Euro von Andreas. Der hatte sich nach einem Zeitungsbericht bei mir gemeldet, ob er meine Sammlung durchsuchen kann und ob er dann halt die blaue Mauritius für seine Alben findet. Okay, Andreas ist übrigens auch noch Single, also ein Aufruf an die Damen hier im Ballsaal. Also wir leiten da Ihre Anfrage sehr, sehr gerne weiter. Ingo, du möchtest ins Guinness-Buch der Rekorde, du möchtest die meisten Kronkorken in einem Jahr sammeln. Ja. Wo liegt gerade der Rekord? Der Rekord liegt bei 4,8 Millionen Stück. 4,8 Millionen Stück. Das heißt, also zum Vergleich, wenn Sie pro Minute ein kleines Bier wegzischen, dann müssen Sie 9 Jahre lang nonstop saufen, um auf 4,8 Millionen Korken zu kommen. Ja, toll. Also sollten Sie jetzt zu Hause eine Kronkorkensammlung haben und sagen, wohin damit? Wer nimmt's? Der Ingo macht das sehr, sehr gerne. Schicken Sie Ihre Kronkorken zu Ingo Petermeier nach Liesborn. Liesborn, wo ist das genau? 5 Kilometer vor Wadersloh. 5 Kilometer vor Wadersloh. Super. Nein, du hast natürlich eine Facebook-Seite. Ja. Und auch eine Homepage, oder? Ja, auf der Seite www.mein-wadersloh.de ist alles zu dieser Aktion beschrieben. Fantastisch. Also, Sie wissen Bescheid. Wir schalten jetzt wieder zurück in den Ballsaal, wünschen einen guten Appetit bei der Vorspeise. Und wir beiden Hübschen, wir gehen jetzt erstmal schön ins Whirlpool. Ja.